Schneidauswirkungen entfallen. Wir bitten um Entschuldigung. Ja, ich habe Verständnis für streikende Lokführer. Ich finde, Streik ist ein legitimes Mittel, um seine Arbeitnehmerrechte durchzusetzen, sofern einfach keine Einigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erzielt werden kann, dass Streik einfach für die Arbeitnehmer ein wichtiges Mittel ist, um ihre Forderungen Nachdruck zu verleihen. Nein, ich habe kein Verständnis, weil wir müssen alle arbeiten, wir stehen sehr früh auf. Ja, und dann müssen wir hier am Bahnhof stundenlang warten. Habe ich durchaus. Ich denke, gleicher Lohn für gleiche Arbeit sollte sein. Wenn ich bedenke, dass der private Wettbewerber der Deutschen Bahn AG teilweise 25-30% unter Lohn oder unter dem gleichen Lohn für die Lokführer der Deutschen Bahn zahlen, verstehe ich schon durchaus. Die Frage ist natürlich, wen trifft er mit dem Streik? Was ich unverschämt finde, ist, dass die Leute trotz des Streiks kontrolliert werden, ob sie Fahrkarte haben. Ja, das sollte unterlassen werden, also nicht gemacht werden. Ja, ich habe Verständnis, weil wenn die Leute arbeiten, sie möchten auch dafür Geld haben. Sie haben bestimmt Familie und natürlich jeder braucht sein Geld. Es ist halt schade, dass es jetzt hier natürlich andere Pendler, Arbeitnehmer trifft, aber ich denke, es ist schon okay. Und heute ist es auch ganz gut organisiert hier, muss man sagen. Es läuft. Nee, ich habe leider gar kein Verständnis. Wir müssen zum Arbeit und dann kommen die zu spät und dann geht es gar nicht. Zunächst mal sagen, dass wir als Deutsche Bahn keinerlei Verständnis haben für diesen Eskalationskurs der GDL. Er schadet völlig unnötig unseren Kunden im Schienen- und auch im Personenverkehr.